Ihre Kinder experimentieren mit PlayStation. PlayStation, PlayStation, PlayStation. Unterschätzt niemals die Power von PlayStation. Grüße Leute und willkommen zu einem der großen PlayStation-Klassiker, und zwar Destruction Derby. Habe ich als Kind unheimlich gerne gezockt und tue es eigentlich heute immer noch. Habe das Spiel aber mal verloren, müsste ein paar Jahre her sein. Habe es mir jetzt wieder geholt und spiele es wirklich sehr, sehr gerne. Obwohl ich gemerkt habe, dass der Nostalgie-Bonus da wohl größer war. Also praktisch, wie es in meinem Gedächtnis war. Das Spiel hat ein bisschen nachgelassen, aber er macht es immer noch Spaß. Ich weiß, es gab mal einen zweiten Teil, den habe ich nie probiert. Ja, wir machen erstmal normale PlayStation und wir machen erstmal normales Rennen. Es gibt hier noch den Modus Destruction Derby, wo man sich wirklich die Karre zerlegen muss. Will ich aber erstmal nicht machen, erstmal normales Rennen. Da werde ich wie immer jämmerlich scheitern, weil ich kein guter Rennfahrer bin. Eigentlich nie war bei Spielen. Auch im wahren Leben nicht, muss ich leider zugeben. Go-Kart, normales Autofahren. Ja, da hängt es ein bisschen bei mir. Wir nehmen mal den Smoothie. Soll auch eine gute Karre sein. Ich müsste mal mehr Autos freischalten. Ist aber jetzt nicht so schlimm, weil ich das Ganze von der ROM starte und daher meine Spielstände nicht erhalten sind. Was machen wir noch? Ein Speedway wechseln wir auch mal. Wir nehmen mal das spannende Crossroads. Das ist immer wieder gut. Für einen kleinen aufs Maul. Practice Race? Race Practice? Nee, ich wollte schon da Stocker Racing machen. Nein, Moment mal. Ah, Championship machen wir gleich. Ich wollte eigentlich das Destruction Derby machen. Ist aber egal, Drive Your Name können wir mal AAA machen. Interessiert ja wirklich keine Sau. Sondern Hauptsache, das Rennen geht jetzt los. Stocker. Nee, da gehe ich wirklich nur auf das Destruction Derby. Da geht's dann wirklich... Stocker. Ich weiß, ich ändere hier ständig meine Entscheidungen, aber daran soll sich keiner stören. Ich habe doch meinen Namen schon eingetragen. Ich bin der Wie genau? Genauso werde ich buchstabiert. Und go! Mein Gott, ich bin eine halbe Ewigkeit nicht mehr gefahren. Das war jetzt alles aus dem Gedächtnis gesagt. Also ich habe das Spiel seit wirklich 3-4 Jahren nicht mehr gezockt. Und habe trotzdem so gut im Gedächtnis. Bin ein bisschen stolz auf mich. Richtig, Speedway geht's trotzdem los. Obwohl ich Crossroads ausgewählt habe. Das geht wahrscheinlich nur bei Practice Race und so weiter. Nicht so schlimm, machen wir halt eine Runde auf dem Speedway. Ich weiß bloß nicht gar nicht, wo Gas geben ist und bremsen. Gut, bremsen ist unwichtig, aber wo ist Gas geben? Ich denke mal, ich werde... Natürlich! Habe ich den Rückwärtsgang erwählt. Boah! Ja, ihr seht, die Grafik ist nicht mehr up-to-date, wenn man die heutigen Rennspiele dagegen ansieht. Wunderbar, wie hübsch die alle aussehen. Der Vorteil hier, hier geht die Karre kaputt. Ihr seht die grünen Pfeiler bei der Karosserie. Und da sieht man auch, wie sehr das Auto in Mitleidenschaft gezogen wird. Wow! Okay. Nicht so schlimm, das hat kaum was gekostet. Ich muss aufpassen, dass ich mir weder die Radaufhängung noch den Motor kaputt mache. Sonst komme ich hier gar nicht mehr voran, nur noch Schneckentempo. Aber irgendwie bewege ich mich hier eh langsamer als alle anderen voran. Wäre jetzt nicht der Crash gewesen, wäre ich wahrscheinlich schon weit hinten. Fahre hier wieder letzte Volleimer. Eieiei. Aber da vorne stockt es ja auch. Das heißt, ich habe eine gute Chance, irgendwie durch den Verkehr zu kommen, wenn ich mir Mühe gebe. Ein bisschen mit der Leitplanke mitschleifen. Uah, super Ding. Ah, verdammt. Dabei sah das so gut aus. Und neunter. Ich wollte Plätze gut machen und nicht aufs Maul kriegen. Och, was für ein Verkehr. Das meine ich, das ist mit heutigen Rennspielen gar nicht mehr zu vergleichen. Man muss sich Sorgen um seine Karre machen. Es gibt einen richtigen Verkehr auf der Straße, nicht so, man fährt eine Stunde lang vor und dann passiert nichts mehr. Das sind auch die. Also darum habe ich Destruction Derby, auch wenn ich kein Rennspiel-Fan bin, immer sehr, sehr gemocht. Kann man gar nicht anders sagen. Oh, ey, hat der mich gedreht. Oh. Okay. Nehmen wir das Ganze mal einfach als Proberennen, bevor es ins Destruction Derby geht. Und ihr merkt auch die fehlende Musik. Ich glaube, damals war noch nicht sehr viel lizenziert und also ich höre so ein bisschen Musik im Hintergrund. Vielleicht habe ich auch einfach nur die ROM verpopelt. Das kann natürlich auch sein. Eieiei, ich krieg ja voll aufs Maul. Na gut, nicht so schlimm. Zehnter, das mag man noch gehen von 20. Nein, och ey. Ich bin immer noch Zehnter. Ich glaube noch an meinen Sieg. Obwohl die Karre sich mittlerweile schon ein bisschen beschissener lenkt. Hinten ist schon was kaputt. Vorne ist schon was kaputt. Da komme ich jetzt durch. Boah! Ey. Okay, neunter. Ja, schubst mich wieder richtig. Sehr gut. Also gar nicht mal so schlecht gelaufen, der Crash gerade für mich. Ich bin immer noch zehnter. Ich habe nichts gut gemacht, aber ich habe auch nichts verloren. Ich will bei so einem Crash mal richtig durchziehen, dass ich richtig was davon habe. Das Problem ist, die Autos sind hier so dicht beieinander. Mann, Typ, verpiss dich. Ich war gerade noch. Ich bin neunter. Ich bin achter. Ich bin siebter oder sowas gleich, oder? Nee, ich bin immer noch neunter. Das sind alles noch Überrundungen, was ich zurückgerundet habe. Ich
kann man aus dem Crash richtig Gewinn ziehen. Das Problem ist nur, dass man selber da in eine Mitleidenschaft gezogen wird, wenn man in den Crash auch nur ein kleines bisschen reinkommt und langsamer wird. Ja, ich höre im Hintergrund Musik. Ich werde gleich mal die Musik lauter stellen. Da habt ihr auch was von der Destruction Derby Mucke, die im Prinzip nicht schlecht gelungen ist. Und ich bin immer noch, Race over. Ich bin, glaube ich, Achter und das ist nicht gut. Das war eher bescheiden. The Scum finished. Super. The Scum ist quasi Platz 1. Das freut mich sehr doll für ihn. Aber ich werde trotzdem mal kurz mal auf Quit gehen. Are you sure? Yes. Wo ist denn die richtige Option? Ich will mal die Musik ein bisschen lauter drehen. Das irritiert mich gerade. Option. Natürlich. Audio. Sehr gerne. Okay. Musikvolumen. Das wollte ich doch. Na mehr. Das ist schon auf volle Pulle. Dann stimmt was mit der ROM nicht. Oder ich höre es gerade selber nicht so richtig. Es kann natürlich gut möglich sein, dass die ROM anders eingestellt ist auf mein Kopfhörer, dass da gar nichts dazu existiert. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ihr werdet ja mitkriegen. Wenn nicht, dann schneide ich irgendwelche coole Musik dahinter. Wir nehmen jetzt mal Destruction Derby. Und dann mache ich auch mal Race Practice. Kein Championship. Und dann gehen wir ab in the Bowl. Ich kann es mir nicht anders aussuchen. Ich muss the Bowl nehmen, weil das die Destruction Derby Strecke ist. Und tja, dann mal gucken, ob es mich zerlegt. Aber ich will mal ein anderes Auto nehmen, das war jetzt gerade nicht so der heiße Scheiß. Nehmen wir einfach mal, boah, der Grim Reaper. Schönes Ding. Das sind aber alles Amateurautos, also ich müsste noch bessere freischalten bei Gelegenheit. Aber ich wollte das Spiel jetzt auch nicht ewig spielen, ich wollte euch nur mal die Möglichkeiten zeigen, was man Destruction Derby alles so machen konnte. Und dass ich immer noch irgendwie auf einen richtig, richtig, richtig guten Nachfolger mit HD und weiß ich nicht, PlayStation 4 und was nicht alles, also so technisch wie möglich, hoffe ich auf einen richtig coolen Nachfolger. So, hier geht's beim Schrotten. Rückwärtsgang ist scheiße. Richtig schön viel Punkte sammeln und Autos zu drehen, ohne selber zu viel Schaden zu nehmen. Das macht man am besten mit der Rückseite, mit dem Auto, mit dem Heck. Das Problem ist, lässt sich halt schlechter fahren und man hat nicht so viel Schwung drauf. Das heißt, hier gewinnt nicht unbedingt der, der als letztes übrig bleibt, aber es schadet auch nicht. Komm schon, dich drehe ich. Na, hinten schön am Heck eindrehen, das wäre super. Na toll, hat es mich gedreht oder was? 4 Punkte habe ich aber schon. Keine Ahnung, für was ich die 4 Punkte gekriegt habe. Wahrscheinlich wegen Opfer sein. So, jetzt volle Kanne geradeaus reinscheren. Den kriegen wir, oder? Nein, den kriegen wir natürlich nicht. 8 Punkte. 12 Punkte. Man kriegt ja eigentlich schon allein so richtig hunderte von Punkten, wenn man einen dreht. Und ich, kleiner Typ, jammer hier mit 8 Punkten rum. So, nochmal. Boah, der hat bestimmt jetzt Fettpunkte mit mir gemacht. Schaffe ich es denn, keinen zu drehen? Doch, den habe ich doch gedreht. 26 Punkte wegen 360 Grad. Yeah. Oh, ich muss raus aus diesem Würfel. Sonst zerquetscht mich hier. So, nochmal schön Schwung holen. Wir machen es jetzt mal. Duda! Okay, das war einfach nur frontal. Das war einfach nur Scheiße. Aber 30 Punkte immerhin. Ihr seht mein Schadensmodell. Meine Karre sieht nicht mehr ganz gut aus. Ich darf auch nicht mehr allzu viel mit dem Heck machen, sonst sind irgendwann die Räder hin. 34 Punkte. Okay, ich fahre jetzt nur vorne mit der Karre. Ich probiere jetzt nochmal eine richtig schöne Ram-Attacke auf irgendwas zu machen. Auf den da. Bäm, bäm. 34 Punkte. Na toll. Ach komm schon. Es muss 38. Es muss doch hier mehr geben. 40. Meine Karre ist gleich dahin. Das lohnt sich eh nicht mehr großartig. Alter. Race over. Ja, die Zeit war nicht um. Ich glaube, meine Karre ist einfach nur zusammengebrochen. Welche Position habe ich eingenommen? Oder war es jetzt wirklich nur Training? Oh. Machen wir nochmal schön Exit und ich mache nochmal Destruction Derby als Championship. Da geht doch noch was. Ich will jetzt wenigstens sehen, wo ich ankomme. Destruction Derby, Championship. Ja, das Menü ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also fand ich am Anfang. Dass man überall die unterschiedlichen Einstellungen wählt und dann erst auf Start. Statt einfach auf das Menü zu gehen, was man machen will und dann geht's halt los, ne? Und man macht da die feineren Einstellungen. Ist aber auch egal. So, nochmal ein schönes Destruction Derby, wo ich hoffentlich ein bisschen besser rauskomme und nicht nur aufs Maul kriege. Ja, First Race. Ich mache auch noch ein Second Race danach. Ist alles kein Problem. Ich will Autos kaputt machen.
Ich bin wirklich mal wegen gespannt wegen der Musik, wenn ich die dann praktisch die Datei rausnehme, ob da wirklich Musik laut oder leise ist. Oder ob ich da irgendwas schneiden muss. Irgendwie laut, leise regulieren, das hatte ich auch schon mal auf dem Video. Das war furchtbar nervig. Zack! Und 0 Punkte, sehr gut. Rückwärtsgang rein. Bam! Na, hätte ich anders gedreht, hätte ich echt was machen können draus. Holen wir mal Schwung. Boah, ey. Den habe ich doch gedreht, oder? 10 Punkte, immerhin. Ich glaube, die Typen drehen mich hier, wie es gerade passt. Und ich kriege ja nichts gedreht. Aber ich habe jetzt schon 14 Punkte. Das ist mehr als vorhin, würde ich behaupten, zu der Zeit. Mein Auto ist noch komplett grün. Das lohnt sich noch. Nein, das war Dummheit. Ich würde gerne mal an richtigen Destruction Derby teilnehmen. Das ist bestimmt sehr, sehr lustig. Ein bisschen Kopfschmerzen wird das Ganze schon geben. Und ich glaube auch nicht, dass ich besonders gut wäre. Aber Spaß an der Sache hätte ich schon. Ich würde auch gerne mal ein Auto komplett mit einem Vorschlaghammer zu vermöbeln. Also, hätte auch was. So einfach sinnlose Sachzerstörung. Komm schon. Na, die habe ich nicht gedreht, die habe ich nur von Tral gerammt. Oh, Leute, lasst meine Karre in Ruhe. Ich will den. Den da! Yeah! Das war. Gibt fette Punkte, oder? Toll. 32. Ich habe gedacht, ich kriege allein für die Aktion 32 Punkte oder mehr. Jetzt muss ich hauptsächlich mal wieder ein bisschen rückwärts fahren. Meine Karre sieht vorne schon gar nicht mehr so gut aus. Hörst du mal auf da? Alter. Ich will Schwung holen. Den da. Oh, hätte ich den erwischt, ey. Ey, ich erwische die alle nicht. Immer so eine Sekunde, bevor es wirklich cooler Crash wird. Und dann halt dich habe ich gedreht. Yeah. 56 Punkte. Uiuiui. Meine Karre wird gleich komplett dahin sein. Ei, ei, nicht den Motor, nicht den Motor. Ach, verdammt nochmal. Da haben sie mir schön die Karre zerhackt. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie viel der Führende gemacht hat an Punkten. Das kann ja an sich gar nicht mal so viel gewesen sein. The Doctor, bla bla bla. Ja, please wait, finishing race. Ja, ich warte gerne. Wir haben jetzt die Platzierung gemacht, also momentan bin ich noch scheinbar Zweiter. Das ist ja Quatsch, oder? Dritter? Oder wird das jetzt erst durchgerechnet? First place is a Doctor. Points 68, also ich war gar nicht mal so übel. Ich war wahrscheinlich wirklich dritter Platz. Dann machen wir noch eins, oder? Eins geht doch noch. Next race. Es ist ja eh der gleiche Kurs. Kann ich jetzt auch noch probieren, noch mal kurz meine Karre völlig zu ruinieren. Next race, natürlich, the Bowl. Ich muss zugeben, ich habe Destruction Derby 2 übrigens nie gespielt, ne? Also, wenn mir jemand da was drüber berichten kann, ob der Titel herausragend besser war oder schlechter, da würde ich gern, also ich würde mich für die Info sehr gerne bedanken. Mit Danke. Ja, Geschenk gibt's keine. Kann ich mir selber nicht leisten. Oh, Rennen bei Dunkel. Das habe ich auch vermisst. Und ich glaube, ich habe schon die ersten zwei Punkte durch einen hübschen Dreher gemacht. Na, komm schon, komm schon, komm schon, auf damit. Wo gibt es denn dafür keine Punkte? Ich habe die doch volle Kanne mitgenommen. Manchmal verstehe ich das Punktesystem nicht ganz, aber ist egal. Technisch war das Spiel damals halt noch nicht so weit. So. Rückwärtsgang rein. Man sieht aber nicht viel. Das ist cool gemacht. Bam, bam. 4 Punkte. Ich glaube, hier ist der Überraschungsfaktor mehr höher, wenn man irgendwo hinfährt einfach. Nicht nachdenken. Dafür ist die Dunkelheit gut. Bäm. Komm schon, ich will nochmal ein. Yeah. Hey, das hätte Punkte geben müssen. Was ist denn das für eine Scheiße? Zerquetschung, hätte Punkte geben müssen. Ich will für alles Punkte hier. Oh, 360 Grad, den habe ich nur angekratzt. Der war wahrscheinlich schon ein bisschen am Taumeln. Yeah, Frontaltreffer. 18 Punkte. Und wieder rückwärts. Also momentan. Oh, okay, jetzt kriege ich wieder aufs Maul. Ich wollte gerade sagen, momentan habe ich es hier voll raus. Sammel die Punkte. Den kriege ich. Kriege ich nicht. Irgendjemand? Ne, ich kriege immer zu wenig Schwung mit. Oh, hört doch mal auf, meine Karte zu zerschießen. Ich habe, glaube ich, einen kleinen Schaden. Ich komme ja nicht mehr wirklich voran. Also jetzt bestimmt, mein Auto, das ist volle Geschwindigkeit. Also ich gebe hier volle Kanne Gas. Kein Quatsch. Also ich glaube, irgendwo hat es bei mir was verlegt. Und ich sehe, das sind die Hinterreifen. Na toll. Ich glaube, das wird kein gutes Rennen mehr. Ja, ich kann jetzt einfach nur fressen. Das ist das Schöne beim Allradauto, da könnte ich jetzt noch irgendwie was, also wenigstens mindestens ein bisschen was reißen. Komm, ich schieb dich. Es muss einen Punkt geben.
Wenigstens halben. Komm schon, Leute. Ja, 22. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt einen Punkt gekriegt habe. Ich habe mich selber gedreht. Ich könnte es natürlich so machen. Ich könnte Schwung von einem anderen Auto mitkriegen, so wie ich es gerade gemacht habe. Und dann nochmal jemanden drehen. Jetzt ist aber mir alles hin. Jetzt schleiern die Vorderreifen, die Hinterreifen schleiern. Also, die Schleifen, die schlieren. Ist unglaublich. Die Karre ist komplett hin. Der hat es noch schlimmer erwischt als mich. Obwohl, ich glaube, da kann nicht mehr viel passieren. Ei. Ja, der Motor ist gleich hin, der qualmt schon. Und das war's. Race over. Mit den 26 Punkten werde ich natürlich nicht die Welt eingerissen haben, aber es hat nochmal Spaß gemacht, hier nochmal die Karre zu zerdröschen. Ja, ich bin irgendwo vermaliefen, das möchte ich gar nicht mehr erzählen. Ist auch egal, wenn ihr irgendwann das Destruction Derby seht, es ist technisch total veraltet, aber es macht mir persönlich immer noch Spaß, euch vielleicht auch. Oder vielleicht habt ihr ja Erfahrung mit dem Titel, also lasst es mich einfach mal wissen. Danke fürs Reinschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann mit einem anderen Retro-Titel oder was anderes, was Modernes.